Mein Name ist Clementine Maurice und das ist Daniel Groß. Wir werden euch unsere Arbeit präsentieren über die Cache-Attacken von Rowhammer. Ein paar Worte über uns. Ich habe gerade meinen PhD fertig gemacht, also meine Dissertation. Sie ist aus Rennes in France. Ich bin aus Deutschland, lebe aber in Österreich seit mehreren Jahren, habe mein PhD-Studium und in Graz studiert und ich habe auf Cache-Attacks und Rowhammer studiert, speziell heuer, und habe sie auf alle auf meinem Laptop gefunden. Das ist die Geschichte Bitflips im DRAM, Bitkeeper im DRAM. Es hat alles vor einem Jahr angefangen mit dem Paper Flipping Bits in Memory, Who's a Success in Them. Das ist der originelle, ursprüngliche Rowhammer Bag. Es war grundsätzlich, wurde das angesehen als eine Verlässlichkeit, ein Verlässlichkeitsproblem. Und die Security Community hat gesagt, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn ein Bit kippt, ohne dass man es korrigieren kann, während andere gesagt haben, naja, es sind ein paar Bitflipper, wir können sie nicht kontrollieren, was soll da schon passieren? Eigentlich kann ganz viel schief gehen. Mark Simon hat das gezeigt und Hover Flag, die haben zwei Exploits über diesen Rowhammer gebaut. Der Sandbox-Ausbruch und einen Exploit. Daniel hat im April begonnen und Rowhammer, Clementine hat ihn in der TU Graz dort gejoint. Wir haben auf Ivy Bridge ein paar Tage später den ersten Bitflipper zusammengebracht. Wir haben eigentlich ein paar Wochen später mit einer Injektion von JavaScripts die ersten DRAM-Flips zusammengebracht. Das ist ein DRAM-Modul. Schauen wir uns einmal an, wie das organisiert und aufgebaut ist intern. Zum Beispiel, wenn du zwei D-Module hast, hast du zwei Kanäle, Kanal 0 und Kanal 1. Gibt vorne und hinten, die nennt man Ranks. Auf den Ranks sitzen 8 Chips. Innerhalb jedes einzelnen Chips hast du 8 Reihen mit jeweils einem Row-Buffer. Wir werden uns nicht auseinandersetzen, wie das tatsächlich implementiert ist. Wir können nur Reihe durch Reihe zugreifen. Das DRAM wird selber seinen Activate-Befehl absetzen und so wie das DRAM designed ist, sind die Zellen undicht. Man muss es refreshen, um die Charge wieder zurückzubringen, damit wir keinen Datenverlust haben. Diese Zellen leaken schneller als ihr Access möglich ist, das führt zum sogenannten Rowhammer-Bug. Motherboard-wise hat das wunderschön funktioniert. Rowhammer ist so, ich breche in ein Apartment ein, indem ich die Nebentür des anderen Apartments so lang zuwerfe, bis die Erschütterungen die erste Tür öffnen. Also werden wir uns jetzt im Detail anschauen. Wir kopieren jetzt die Activate Commands in die Reihe hinein. Wenn wir diese Reihe nur diese Reihe auf diese Reihe zugreifen, wird sie müssen wir eine zweite Reihe aktivieren und dann wieder diese Reihe und in hin und her. Und dazwischen hast du deine Bitflips. Wir haben diese nicht angegriffen und trotzdem sind sie geflippt, einfach weil sie benachbart sind mit den beiden, auf die wir zugegriffen haben. Wir können auf Daten im DRAM nicht einfach so zugreifen. Du hast einen CPU-Cache dazwischen, zwischen den DRAM-Cache. Wenn wir den DRAM-Overflow haben, wird es in den Cache gehen und wir brauchen einen Non-Cache-Access. Und alle anderen nutzen den Zielflush-Instruction. Also tatsächlich diese Instruktion, die schiebt eine Nachricht vom Cache rein in den
in den RAM. Das heißt, dieser nächste Zugriff wird dann vom DRAM kommen. Jetzt kurz ein bisschen Hintergrund über den Cache, weil das ist tatsächlich wichtig für den Rest des Talks. In modernen Prozessorarchitekturen haben wir mehrere Kerne, also sagen wir mal vier. Und wir haben eine Hierarchie verschiedener Level von Hierarchien von Caches. Wir haben Level 1 und Level 2, die jeder Cache selbst hat. Das heißt, nur Kern 0 kann nur den Level 1 und Level 2 Cache von sich selbst benutzen, aber nicht den von Kern 1, 2 oder 3. Und dann haben wir den Last Level Cache, der auch aufgeteilt ist, aber diese Teile werden geteilt zwischen den verschiedenen Prozessorkernen. Das heißt, ein Prozessorkern kann auch die Teile des anderen Prozessors zugreifen. Auch wichtig ist, dass dieser Cache die Eigenschaft hat, dass er inklusiv ist. Das heißt, dass alle Daten, die im Level 1 und Level 2 Cache ist, die sind also auch in diesem Cache mit drin. Okay, schauen wir uns mal die Rohrhammer-Angriff an. Wir haben also noch zu der DRAM-Bank, die wir haben, haben wir auch noch zwei Mengen an Caches. Und es gibt eine fixiert definierte, fest definierte Verbindung zwischen den physikalischen Adressen und den Caches. Das heißt, wenn wir also die Daten schon im Cache haben, müssen wir nur diese Flash-Anwendung aufrufen, dann ist es weg und dann laden wir das neu. Und dann laden wir die anderen Adressen neu, dann flashen wir sie wieder, laden wir sie wieder neu, flashen, reload, flash, reload und ein Bitkipper. Großartig. Und bevor ich jetzt weiter mit Rohrhammer mache, spreche ich noch kurz über einen weiteren Angriff. Und zwar Flash und Reload habe ich jetzt besprochen gerade. Und das ist eine sehr mächtige, genaue Cache-Attacke und wir können damit sehr, sehr viel machen mit diesem Angriff. Und das funktioniert genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, aber anstatt, dass wir die ganze Zeit einfach nur zuschlagen, messen wir, ob tatsächlich ein Zugriff vom Cache kommt oder ob es ein Cache-Miss macht und damit war und damit vom DRAM kam. Und das kostet ein kleines bisschen andere Zeit und deswegen merken wir das. Wenn wir das mit einer Shared Libraries machen, dann können wir tatsächlich andere Prozesse beobachten, weil diese anderen Prozesse haben möglicherweise Methoden, um mit der Benutzereingabe zu arbeiten und dann sehen wir, wenn der Code aus dieser Shared Library in den Cache geladen wird und wir haben ihn nicht in den Cache geladen, also hat es jemand anders gemacht, also war das wohl User Input, also Benutzereingaben. Das heißt, wir können außerdem können wir diese Angriffe automatisieren. Wenn wir also jemanden haben, den wir beobachten wollen, dann können wir das alles automatisieren, müssen das gar nicht von Hand machen. Das heißt, wir können Kryptoschlüssel, Keyloggers benutzen, wir können sogar über mehrere virtuelle Maschinen hinweg übersetzen. Okay. So, was wir gerne machen würden, diese Rohrhammer-Attacke ohne CL-Flush in JavaScript. Die Idee hätten wir gern die CL-Flush-Befehl vermeidet. Das ist ganz spezifisch in 86. Du wirst es in keiner anderen Architektur haben, außer in x86. Und das ist auch abhängig vom JavaScript. Also wir erweitern unsere Möglichkeiten, ohne dass wir mit CL-Flush arbeiten. Unser Approach ist ganz normalen Regular Memory Access für Cache-Leerung. Of all cache attacks. Das ist das liegt allen Cache-Attacken zugrunde, den Cache leeren und wieder so, lass uns das verwenden und es funktioniert auch hervorragend. Es funktioniert immer noch demselben Prinzip, immer noch diese Bitflip in der Mitte, den wir erzeugen wollen. Also wir greifen verschiedene Adressen auf Cache-Set 1 und Cache-Set 2, bis wir den Line völlig voll kriegen. Was jetzt hier wichtig ist, während wir uns aussuchen können, in welchem Cache-Set wir sie hinschreiben, aber die Replacement Policy wird nicht von uns, sondern vom DRAM gemacht, so wir müssen einfach warten, bis wir das Richtige haben. Wenn der nächste Access-Zugriff wieder von DRAM erfolgt, wir tun das immer und immer und immer wieder, bis wir unseren Bitkeeper bekommen. Ohne den CL-Flush-Instruction von JavaScript. Es gibt ein paar Herausforderungen. Wie kriegen wir diese physikalische Adresse im JavaScript? Das ist eine Sandbox.
welche physikalischen Adressen müssen wir adressieren, in welcher Reihenfolge und wie kriegen wir das im Timing mit dem JavaScript im einen Gemeinden? One does not simply throw hammer. Lass uns über das erste Problem. Physikalische Adresse in die DRAM-Zelle. Da ist eine ist fix gemappt auf die DRAM-Cells, aber es ist natürlich nicht dokumentiert von Intel für verschiedene Gründe. Mark Seaborn hat das reverse-engineert für Sandy Bridge, reverse-engineert und wir haben dieses Reverse-Engineering fortgesetzt für ein Sandy, Ivy, Haswell und Skylake in verschiedenen Konfigurationen. Was euch vielleicht aufgefallen ist, die erste Reihe wird als Cache eingesetzt. Accessing braucht eine verschiedene Zeit, je nachdem von welcher Reihe es genommen wird. Und wenn sie weiter entfernt ist, gibt es mit einer weiteren Attacke einen anderen Exploit, der über die Zeit läuft. Aber lass uns bei den physikalischen Adressen bleiben. Jetzt wissen wir das Mapping, das physische Mapping vom DRAM-Cell, aber wir wissen nicht die physikalische Adresse, die der JavaScript dort hineinschreibt. Das OS will immer alles optimieren. Und eine Optimierungsmöglichkeit, 2 Megabyte Pages sind natürlich effizienter, brauchen wir weniger TLB-Entries. Du kannst Physical Entries in TLB, um die virtuellen Adressen zu übersetzen. Wenn du 2 Megabyte Pages verwendest, kommst du drauf, dass die letzten 21 Bit, also die 2 Megabyte, der physikalischen Adresse und der virtuellen Adresse ident sind. Jetzt kommt die Malloc-Implementation. Das ist eine gute Idee. Wir werden große Bereiche für Memory zu allocaten. Ja, das System sagt, ja, wir brauchen 2 Megabyte. Ah, und wir haben die letzten 21 Bit in JavaScript dort klar stehen. Was wir da auch noch kriegen, ist, dass wir mehrere DRAM-Reihen pro 2 MB Page haben. Das heißt, wir wissen, dass wir einige Reihen haben, die wir jetzt mit dem Hammer bearbeiten können. Wir haben einige Rows im Cache auch. Das heißt, wir können Eviction hier betreiben. Wenn wir also noch nicht genügend kongruente Adressen haben, dann können wir die Zeitinformation trotzdem benutzen, um diese Information herauszufinden. Wir können auch Timing-Angriffe durchführen, um ohne diese 2 MB Pages zu arbeiten und zum Beispiel mit 4 Kilobyte Pages, aber da brauchen wir mehr Zeit dafür. So, die nächste Frage ist, welche physikalischen Adressen müssen wir angreifen? Das nennen wir LRU Eviction, weil wir benutzen die LRU Replacement Policy und das ist genau das, was ich Ihnen schon vorher gezeigt habe. Wir schauen uns also N Adressen vom gleichen Cache-Set an, um praktisch dann N Adressen auch aus dem Cache rauszuwerfen. Und das ist sehr bekannt in den Cache-Attacken. Und wir nennen das, habe ich jetzt nicht mitgekriegt, Entschuldigung. Jetzt haben wir diese Eigenschaft des Last-Level-Cache, dass er inklusiv ist. Und was das heißt, ist, dass wenn wir eine Zeile aus dem Last-Level-Cache herausnehmen, dann wird es aus der gesamten Hierarchie der Caches herausgenommen, um diese inklusive Hierarchie zu garantieren. Und wenn wir also eine Zeile aus dem Last-Level-Cache evicten, herauswerfen, das klingt einfach, aber tatsächlich so einfach ist es gar nicht. Wir müssen nämlich sehr genau wissen, die Adressen und wie sie zugeordnet sind im Cache. Für den Last-Level-Cache müssen wir also wissen, in welchem Slice, in welchem Abschnitt diese Adresse zugeordnet ist. Und es gibt in den Intel-Prozessoren eine Hash-Funktion, die die physikalischen Adressen zu Slicen zuordnet. Und die ist auch von Intel dokumentiert. Das heißt, glücklicherweise haben wir kurz bevor wir in Graz angekommen sind, oder bevor ich in Graz angekommen bin, habe ich genau diese Hash-Funktion reverse-engineert und habe es tatsächlich geschafft. Und ich war da nicht alleine dabei, sondern es gab noch andere Teams, die daran gearbeitet haben. Und es gab wenn ihr die dreckigen Details wissen wollt, dann schaut euch diese Papers an. Fun Fact: Diese Hash-Funktion ist grundsätzlich ein XOR von Adressbits. Und die nennen es eine Hash-Funktion. Okay. Auf der Replacement Policy auf older CPUs, LRU Eviction ist ein Mappen zum selben Cache-Set.
Und wir werden uns das kurz nochmal anschauen nachher. Die LRE Replacement Policy sagt, die ältesten Einträge zuerst. Wir brauchen also eine Art Timestamp für jede Cache-Line. Wenn wir irgendeine Adresse zugreifen, vielleicht ist es schon im Cache und die Timestamp ist updated. Wenn wir in Zeit tun für einen N-Zeitset und wenn wir das sicher gehen, dann haben wir die Target-Adresse gelöscht. Auf jüngeren CPUs ist das nicht mehr so. Sie haben keine LIU, Replacement Policies. Wenn du das auf einer neuen CPU verwendest, tut das aber, das willst du nicht. Aber das geht zu weit für diesen Talk. Was ich sagen kann ist, auf Haswell haben wir nur 75% Erfolg, wenn wir LIU Eviction verwenden. Wir können More Accesses verwenden und kriegen wir einen höheren Erfolgsrate, aber wir werden zu langsam. Es würde für die Cache-Attacks wagen, aber für Rawhammering ging es nicht mehr. Wir müssen uns dafür überlegen, wie wir den Cache dazu kriegen, die Adresse früher rauszuwerfen. Und eine Strategie, das zu tun, ist diese Methode. Wir Access-Adresse 1, dann 2, 3, dann wieder 1, dann 2, dann 2 und 3 und dann 3 und 4, 4. Und wenn wir dieses Pattern verwenden, und mit diesem Pattern kriegen wir auf Haswell und auf Ivy Bridge auch eine relativ fast Eviction Rate. Mit dieser Strategie kriegen wir über 99,97 Eviction, Data Eviction und damit können wir wieder rawhammern. Bleibt eine Frage über. Wie kriegen wir das Timing im JavaScript hin? Ich brauche das für zwei Dinge. Das eine, ich muss den Native Code im RTDisk, wenn wir nicht genug konkrete Adressen auf der einzelnen Page haben. Und zweitens müssen wir uns entscheiden, ob die Adresse jeweils gecached ist oder nicht. Ich muss verifizieren können, ob die Eviction successful war oder nicht. Im Native Code ist das einfach. Du sagst nach ATDSC und du kriegst einen Timeset. In JavaScript ist es etwas komplizierter, aber Window Performance Now und das ist perfekt und du kriegst deine Accesses raus. Dann hat es einen JavaScript gepatcht, ja. Die können in JavaScript Mouse Movements verwenden. Die haben das gemacht, abrunden gegen auf 5 Millionen Access. Das funktioniert aber nicht bei Rawhammer, weil wir sind immer noch um ein Faktor 5 schneller. Unsere Evaluierung der Bitkeeper-Rate auf der Testmaschine mit dem Haswell, während dieser Evaluierung, wir haben die Refresh-Intervalle variiert, der Default ist ziemlich niedrig und das Maximum ist die Maximum Refresh-Interval. Was wir hier sehen können, da gibt es einen Punkt, wo die Bitflips auftreten, vor einem CL-Flash von Native Code Eviction. Ungefähr gleich. Eher in der Eviction-Variante als in der CL-Flash-Variante. In der JavaScript-Variante müssen wir etwas höhere Refresh-Intervalle nehmen, weil JavaScript offenbar etwas langsamer ist als Native Code. Das ist also die Anzahl an Bitflips innerhalb von 15 Minuten. Wenn wir die Eviction-Strategie benutzen, dann haben wir sogar selbst wenn wir einen höheren Refresh-Intervall haben, dann haben wir mehr als 10.000 Bitkipper. Das sind also mehr als 10 Bitkipper pro Sekunde. Okay. Abhängig von eurer Maschine funktioniert es genauso gut oder ein kleines bisschen schlechter. Das hängt von der Hardware ab, von eurem System eben. Lass uns mal über den Exploit sprechen. Wie können wir da Exploits draus bauen? Und die erste Idee, die wir hatten, war, okay, wir könnten diesen Root-Exploit einfach mal nach JavaScript portieren und das könnte sogar funktionieren. Wir haben das noch nicht abgeschlossen, aber es sollte funktionieren. Und der Exploit von Mark Seaborn, der macht Page-Table-Springs. Also du füllst den gesamten Speicher mit Page-Tables und wenn du dann einen Flip hast, dann kannst du plötzlich deine eigenen Page-Tables damit bearbeiten. Und dieser Exploit braucht geteilten Speicher. Das heißt, weil wir die Pages eben
nicht schreiben wollen, sondern die Page Tables. Und den haben wir nun mal, diesen geteilten Speicher, den haben wir nicht in JavaScript. Aber zum Glück haben wir früher dieses Jahr beobachtet, als wir auf einem anderen Paper gearbeitet haben, dass Zero Pages dedupliziert werden normalerweise in JavaScript. Das heißt, wir haben eine Art Shared Memory in JavaScript. Das ist natürlich schlecht. So. Der physikalische Speicherzugriff im nativen Code, wenn wir da einen Exploit bauen wollen, dann finden wir einen attackierbaren Bitflip und ein Adressbit, das exploitbar ist. Und dann releasen wir die Bitflips, die Bitflip-Page los und dann tun wir da eine neue Page-Table genau dahin schreiben, indem wir ganz viele neue Pages alloziieren und danach versuchen wir den Bitflip nochmal auszuführen. Und dann probieren wir einfach nur, ob der Bitflip erfolgreich war, ob wir also einen Page-Table an dieser Stelle haben. Und wenn ja, dann können wir diesen Page-Table modifizieren und schauen, wo in unserem Adressraum ist eigentlich interessante Daten. Wenn wir dasselbe mit JavaScript machen wollen, würden wir Zero Pages benutzen und Zero Pages sind leider nur zu lesen, nicht schreiben. Das heißt, wir müssen tatsächlich zwei Sachen an diesem Angriff ändern. Wir müssen also auch das Schreibbar-Bit kippen. Und das ist viel schwieriger, weil das Schreibbar-Bit ist natürlich in einer bestimmten Position und wir haben nur eine einzige und nicht verschiedene. Und die andere Sache ist, die wir noch ändern, ist, wir nehmen eben überall Zero Pages anstatt die geteilten Pages. Das habe ich auf meiner Maschine probiert und es ist möglich, so einen Bitflip zu finden, aber die sind deutlich seltener als andere Bitflips. Code-Ausführung als Root, wenn wir das haben wollen, von unserem vollen Zugriff auf den Speicher, das ist dann relativ einfach, weil wir können nach einer Page einer bekannten Binary suchen und dann den ändern, sodass sie Shellcode ausführen kann. Und diese Page wird ziemlich sicher nicht aus dem Speicher geworfen, weil wir haben einen großen Dateicache in unserem Betriebssystem. Und das heißt, wir warten einfach nur, bis der Root-Benutzer dann den Shellcode ausführt und dann können wir alles tun auf unserem System. Jetzt haben wir eine nette Attacke, jetzt brauchen wir dagegen eine Lösung. Das Erste, was einem einfällt, wir sollten die Bitkeeper vermeiden. Das ist eine Hardware-Frage. Und die Entwickler, die Hardware-Ressourcen-Entwickler, sie arbeiten dran. Die Idee dahinter, dass man die Reihen refresht, bevor die Bitkeeper auftreten. Also eine smartere Weise, diese Vrown. Man kann die Hardware nicht patchen. Das heißt, also selbst wenn sie eine Lösung finden, wird das nur für die neue Hardware sein. Die Legacy-Hardware wird weiterhin angreifen. Beim Rowhammer wird vor allem alte Hardware-Vendors angreifen und das wird noch ein paar Jahre vorhanden sein. Die zweite Idee ist das BIOS-Patchen. Das ist etwas einfacher, etwas simpler. Wir erhöhen die Refresh-Rate, üblicherweise wird die Rate verdoppeln. Das ist für alle Maschinen vielleicht nicht ausreichend. Braucht ein BIOS-Update. Das ist das zweite Problem. Wer macht das? Apple. Ja, wer aber von den Usern, wer macht ein BIOS-Update? Hatten wir eine andere Idee. Eine Idee, die hatten, mit dem wir da fröhlich dahin gehämmert sind und ist in Ordnung, nothing is perfect. Wenn wir sagen, ist uns eigentlich ganz egal, warum versuchen wir nicht einfach den Privileges Level gleich halten, wenn wir also im OS patchen? Und dann können wir vom OS her die Rowhammer Exploits verwenden. Rowhammer wäre in Ordnung sozusagen, solange es keinen Exploit daraus gibt. Da gibt es physikalische Memory Pools, da werden unterschieden mit Pages mit verschiedenen Access Privileges. Das klingt ziemlich mühsam,
Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, könnte es funktionieren, wenn man sich vor allem in die Privileges einarbeitet und man könnte dann nach wie vor mit wenig Zwischenraum mit den Memory Pools arbeiten. Nun zur Zusammenfassung. Cache-Leerung ist schnell genug und CL-Flush, damit ist es unabhängig von Low-Level Instruction und welcher Sprache. Wir können das jetzt überall verwenden, am Smartphone, ARM, Chips, war. Ist erste Hardware-Fault für JavaScript, auch der erste Hardware-Attacke durch eine Remote-Website. Ist ein bisschen mühsam über eine Remote-Website. Ja, if ich eine Website habe und jeder, da kommen 1 Million User drauf, dann wird das auch. Wir sind noch nicht dort, aber watch the Rowhammers. Privileges for Web Apps. Dankeschön. Thank you very much. Dankeschön sehr. Wir haben noch 5 Minuten frei für die ersten 2 Fragen kommen übers Internet. Hi Daniel. Wir wollen, wie ist es mit ECC-RAM? Wie ist ECC-RAM angreifbar? Ja. Sehr gute Frage. Danke, dass du sie fragst. ECC-RAM funktioniert ungefähr so. Du hast diese 8 Chips und du hast dann noch 9. Chip. Und dieser 9. Chip, der hat auch Reihen oder Rows. Und wenn du deine Row hier zugreifst, dann muss er von dort eine Checksumme bauen. Und dann muss, wenn du hier zugreifst, dann muss er dort eine Checksumme abfragen. Das heißt, im Endeffekt hammerst du auf beide Chips zur selben Zeit. Und was dann passiert, ist tatsächlich unsicher. Es gibt ECC-RAM, der da resistenter ist. Aber es gibt tatsächlich auch ECC-RAM, der weniger Resistenz ist gegen Rowhammer-Angriffe. Das ist schon ziemlich furchteinflößend. Die 2. Frage ist im Internet. Frankie möchte wissen, geht das andersrum auch, dass man den Server zum Beispiel so angreifen könnte durch den Input in die Webpage? Nochmal bitte. Node.js. Ah, Node.js. Exploit the server. Ah, um den Server anzugreifen. Das würde wahrscheinlich möglich funktionieren, wenn du auf dem Server JavaScript-Code ausführen kannst, aber eben nur dann. Okay, the gentleman with microphone one. Hallo? Der ECC-RAM-Question wäre meine erste gewesen. Habe ich noch eine? Die zweite ist, eine kurz genug Refresh-Rate, wird das immer Rowhammer verhindern? Oder ist das nicht genug? Also auf meinem Laptop, den ich hier habe, da habe ich jetzt einen Bitflip gesehen, wo ich 65.000 dieses Double Hammering Operations durchführen musste, bis ich eben diesen Bitflip hatte. Das heißt, 65.000 Zugriffe in einer sehr kurzen Zeit. Ich glaube, das kann man eben nicht mit der Refresh-Rate reparieren, aber die meisten Laptop- und Desktop-Rechner, da wird das ausreichen. Hier ist die Antwort. Der Bereich, in dem du manipulieren kannst, du kannst nicht im bestehenden BIOS. Wir müssen dein Timing in dem. Du kannst nicht das so konfigurieren in allen BIOS-Arten. Aber wenn du es konfigurieren kannst, dann kannst du es weit genug runtersetzen, dass du resistent gegen Rowhammer bist. Nächste Frage. Du hast gerade Mobile Devices erwähnt. Hast du schon mal versucht? Ja, das haben wir probiert. Wir haben sogar ein Smartphone dafür in den Kühlschrank gelegt, weil das angeblich den Refresh-Intervall ändert. Um die Bitflips zu erreichen, musst du ja 2 Reihen angreifen und behämmern. Und jetzt gerade haben wir noch nicht reverse-engineert diese Zuordnung zwischen dem RAM auf meinem Smartphone und deswegen müssen wir das noch tun. Wenn ich es richtig verstanden habe, das Hammering ist effektiver, beim Bitkeepern, je schneller man hinschlägt. Ist ASMJS-Support in den Browsers
Macht diese Angriffe effektiver oder nicht? Meines Wissens nach ist ASM.js bringt dir keinen nativen Zugriff auf nativen Code. Es gibt dir nur effiziente Arten, Funktionen in JavaScript zu implementieren. Das heißt, eigentlich kannst du das auch von Hand machen. Es gibt diese Tricks wie XORing mit 0 und oder sowas. Und das ist dann ein effizienteres, optimierteres Statement auf einer CPU. Aber wir haben so mehr oder weniger das was Ähnliches gemacht, um unseren Angriff in JavaScript auszuführen. Aber das ist sehr einfach, auch das ohne ASM.js zu erreichen. Du musst also nicht viele Optimierungen machen. Das ist einfach nur Pointer-Entreferenzierung. Also was kann man da schon falsch machen? Okay, thank you. Time is up. Thanks for excellent timekeeping. Oh.